Oh, so YouTube. Hallo, herzlich willkommen. Wir sind wieder da. Ich habe mein Inventar quick ausgeleert. Wir haben wieder ganz normal Pfeile aufgefrischt. Ich habe die Federn ordentlich abgelegt. Die habe ich nicht benutzt, um daraus was zu fertigen. Das heißt, wir können jetzt uns 54 Eisenpfeile nochmal machen. Ja, bitte. Ach, der arme Kleine. Und ich wollte jetzt nochmal zum Händler runter. Obwohl 16 Uhr schon echt spät ist. Oh, ich hätte es gern da drauf erschossen. Jawohl. Das sah so cool aus, wie es da oben drauf thronte. Tja, aber es muss so oder so uns weichen. Ich habe es mir nämlich, also es ist meine erste Runde seit Alpha 16 und deswegen, ich fand Blutmond zum Beispiel in der Alpha 21, abgesehen davon, dass das Spiel meinen Rechner mehrfach gefreezt hat und auch Alpha 20, nicht so gut und viel zu schwierig vom Balancing her und allem. Und das hatte mir nicht so Spaß gemacht und da dachte ich, wenn ich jetzt ein Let's Play anfange, dann gebe ich mir so 3 Tage extra. Gerade wenn man nebenbei im Stream guckt, nicht so aufpasst, mal kurz seine Taktiken bespricht, dann geht ja doch ein bisschen Zeit flöten. Und deswegen habe ich dann gesagt, machen wir 10 Days to Die. Und bis jetzt bereue ich es nicht. Ich finde 7 Tage, so langsam würde ich es mir zutrauen, weil ich die Mechaniken schon wieder kenne. Aber für den ersten Run als Neuling kann das durchaus echt frustrierend sein. Und da weiß man ja vielleicht nicht, dass man das einstellen kann, will, muss. Oh, wir müssen nach Osten. Dachtet ihr, ach, das war in meinem anderen Spielstand, wo die Stadt genau südlich ist. Ich verwechsel das immer. Hier ist zwar auch südlich, aber weiter im Osten. Aber ist ja kein Thema. Dann gucken wir hier nochmal. Ja, heute, normalerweise poste ich ja, was ich zu essen hatte in den Twitch-Stories, aber seit ich Twitch nicht mehr benutze, großartig, poste ich das dann nicht mehr. Ich hatte heute wieder, auf jeden Fall, heute einen Burger-Day und ich muss sagen, ich bin jetzt nicht Veganer, ich bin jetzt aber auch nicht Fleischesser, aber ich bin echt ein Fan von den einigen veganen Burger-Patties, weil die sich einfach lange halten und so gut zuzubereiten sind. Das laufe ich gerade nach Norden. Ah ja, ich lasse mich immer ablenken. Deswegen gab es heute wieder vegane Burger, schön mit Brioche-Buns. Dann hatten wir noch eine, wie heißt das, Barbecue-Soße und Mayonnaise für, ja, wie Hühnchen. Aber die Dinger sind richtig geil. Also, die wie Hühnchen-Dinger, die haben es mir angetan. Kann ich nur empfehlen. Und da ist fast egal, welche Marke. Die sind alle schon sehr gut. Schmeckt auch eher wie, ja, weiß nicht, wie irgendwas Knuspriges. Deswegen mag ich es wahrscheinlich auch so gerne. Wo ist jetzt die Stadt? Immer noch im Osten. 17.13 Uhr. Ja, das schaffen wir ja niemals. Ja, ich habe keine Zeit für dich. 7 Tage sind da. 10 Tage sind... Was sind? Sind und. Ich bin erst bei Tag 41. Was sind 10 Tage? Zu viel? Ja, ich glaube zu viel. Ich glaube 8 Tage oder 8,5 oder so wär cool. Man kann natürlich die Tageszeit einstellen, aber ich finde, ich würde fast den Blutmond nach hinten schieben auf Tag 14 und die Tage kürzer machen. Andererseits hat man denn zu wenig Tag. Ich finde halt, eine Stunde ist schon echt viel für so einen Tag. Hätte es gerne kürzer, aber dann sind die Laufwege zu groß skaliert dafür. Das ist so ein bisschen... Ja, da muss man gucken. Da müsste man vielleicht die Laufgeschwindigkeit oder so ein bisschen modden oder so, dass das ein bisschen besser passt. Ich finde es nicht,
Ich glaube, das Originalspiel ist schon recht rund, aber könnte noch so einen Ticken runterlaufen, wenn man es so fein optimiert. Das ist nicht viel, was gemacht werden muss, aber ich glaube, da kann man auf jeden Fall einiges noch rausholen. Ich esse mal was. Dann laufen wir auch schneller. Warum mache ich das nicht? Oh, weiß ich selber nicht. Wir trinken auch mal was. Oh. 10 Tage sind gut. Ja, eigentlich schon. Aber als Anfänger weißt du es halt nicht, ne? Und dann... Und viele, die so... Entschuldigen Sie. Die so hardcore sind, die sagen natürlich, das ist dann kein richtiges Seven Days to Die. Stimmt auch irgendwo natürlich. Ihr Mitarbeiter war nicht gut für mich. Entschuldigen Sie, Sie haben keine gute Arbeit geleistet. Ich wollte Ihnen diese Kritik direkt mitteilen. Ist die jetzt bei Ihnen angekommen? Sehr, sehr gut. So gehört sich das. Endlich Ruhe. Neue Bauarbeiter suchen, die richtig bauen. Mann, Mann, Mann. Gutes Personal heutzutage finde ich schwer, nicht wahr? Also ich muss auch sagen, ich spiele das ja nach der Arbeit und ich finde ein Spiel... Scheiße, Hund. Ein Spiel muss auch immer Spaß machen und sollte nicht frustrieren. Sobald ein Spiel frustrierend wird, dann sollte man es nicht mehr spielen. Zum Beispiel gerade so Multiplayer-Spiele sind, glaube ich, heutzutage ein großes Thema, dass die Leute da doch sehr schnell genervt von sind und eher frustriert, als dass sie glücklich werden. Und das übertragen sie dann auf andere Situationen. Ja, sollte man vielleicht überdenken, ob das dann die richtigen Spiele sind und Spiele, die man anpassen kann, so wie das hier, sind ja dann auch gut. Ach, guck mal, wir können die ganze Scheiße hier mal mitnehmen. Das habe ich ja ganz vergessen, wir haben hier ja Kisten voller Zeug noch. Oh, ist hier vielleicht eine Ranch drin oder irgendwas? Ein Eisenbrecher-Mod. Nicht schlecht. Pfeilspitzen aus Stahl. Eisenbolzen, okay, brauche ich jetzt nicht wirklich. Ist hier Klebeband drin? Boah, hier ist ja richtig viel. Ach, guckt mal, das habe ich alles vergessen. Holzsplittermod, auch nicht schlecht. Warte mal, verändern. Okay. Erstmal die wichtigen Sachen mitgenommen. 1833. Ich komme nicht mehr bis zum Händler. Der ist so weit weg. Das ist echt übel. Multiplayer, zu viele Hacker. Das Problem kenne ich, ja. Das, genau das ist es, nicht? Also, ich mag zum Beispiel Multiplayer-Spiele, die so Light-PvE haben. Anteile. Nicht sowas wie, ich sag mal, Palia. Palia ist jetzt vielleicht ein bisschen zu süß. Aber so in die Richtung, man hat nebeneinander Multiplayer, spielt zusammen, kann sich unterstützen, aber man geht sich nicht gegenseitig auf die Fresse. Nicht? Das ist so das, was ich eigentlich am meisten mag. Das ist bei WoW ja zum Großteil auch so, wenn man auf dem PvE-Server spielt. Fand ich früher liebend gern gezockt. Aber der Endgame-Content ist halt, du musst perfekt sein mit 40 Leuten, im Team genau in der richtigen Sekunde die richtigen Sachen machen, sonst sterben alle und dann ist man schuld und oh, diese du bist schuld, dass ein Team stirbt, da habe ich keinen Bock drauf und da bin ich dann irgendwann aus WoW ausgestiegen, auch wenn es sonst ein sehr, sehr geiles Game war, aber man konnte einfach nicht ja, nix so machen, außer so Billo-Instanzen. Und ja, das war ein bisschen schade, nicht? Also irgendwann ist man halt einfach nicht weitergekommen oder hatte gar keine Chance, auch im PvP oder so, wenn da einfach die krassen Leute rumgescheatet haben oder so, keine Ahnung. Dann war es irgendwie auch sinnfrei. Oh, Buch wollte ich lernen. Aber ich habe immer so das Gefühl, die Meinung im Internet besteht daraus, du musst perfekt sein, du musst das Spiel so krass spielen, sonst spielst du das Spiel nicht richtig. Aber das ist, glaube ich, nur, wie sagt man so schön, die Hunde, die am lautesten bellen, beißen nicht.
glaube, genau das ist so ein Phänomen. Ich hoffe, sie spawnt jetzt nicht hier vor uns. Dass heutzutage wenige große im Internet irgendwelche, ja, ich nenne es nicht Propaganda, aber rumblöken, sage ich mal, und das als die Meinung akzeptiert wird, auch wenn sie eigentlich total plemplem ist und gar nicht, ja, für den Großteil der Menschheit zutrifft, nicht? Sowas wie, wenn du unter 20 bist, musst du mindestens 1 Million angespart haben, sonst bist du kein guter Mensch. Was für ein Quark. 1% der Menschheit wird höchstens 1 Million angespart haben in ihrem Leben. Ja, und man redet von Sparen, nicht verdient haben. Verdient haben alle mehr, nicht? Davon mal abgesehen. Aber, ja, ich glaube, das ist halt Social Media. Und so ist es halt leider. Dann bist du wohl auch kein guter Mensch. Hallo, Mkono. Ja, ich auch nicht. Sind wir wohl alle zusammen ganz schlechte Menschen. Nee, aber ich finde solche Beiträge immer ein bisschen, naja. Und dann das Schlimme darunter sind tausende Kommentare, die dann immer recht geben. Und dann frage ich mich, wahrscheinlich gehen sie noch zur Schule und wissen nicht mal, was Geld ist, weil Mutti das alles bezahlt. Nichts gegen, falls ihr jugendlich seid und mit Geld umgehen könnt. Aber es gibt, glaube ich, genug, die nicht wissen, was Geld ist und damit umgehen können. Und das auch, wenn sie erwachsen sind. Davon mal abgesehen. Das hat nichts mit dem Alter zu tun. Es gibt genug Leute, die in irgendwelche Scam-Pyramiden investieren. Da frage ich mich auch immer. Ich wollte dich jetzt im Inventar sehen. Ja, ja, ja. Ja, ich wollte Aufgaben. Abholen. Nee, wir wollten vergraben. Südosten. Nee, ich wollte eher im Norden. Südosten ist echt weit weg. Da müssen wir noch weiter laufen. Abholen. 0 Meter. Nee, Osten. Nee, Osten ist auch blöd. Süden ist blöd und Osten ist blöd. Nee, super. Blöde Aufgaben. Dann gehen wir mal wieder zurück. Habe ich jetzt nicht so Bock drauf. Nach Westen oder Norden, das hätte ich alles genommen. Aber nach Süden und dann weiß ich nicht was. Da müssen wir am nächsten Tag hin. Und ich wollte eigentlich ja eine Ausgrabesache, die hier relativ günstig liegt. Aber wir haben ja noch einen zweiten Händler. Aber ich muss aufpassen, es ist Tag 16. Die Sache ist halt so, ich denke mir so, vielleicht sollte ich einen Tag mehr rein investieren, Sachen zu finden und habe vielleicht Lootglück. Oh. Anstatt jetzt mit den schlechten Werkzeugen Sachen zu sammeln. Da muss ich mal gucken. Bin gleich wieder da. Kannst du mir sagen, was passiert ist? Kann ich sicher machen. Ja. Aber wird nicht viel passieren. Wir laufen jetzt nur zurück. Und bauen dabei wieder Materialien ab. Und falls ich tot bin, sieht man das wohl. Ja, ich muss mir mal gucken. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht. Habt ihr gute Augen? Aber meine Augen, selbst mit Brille, ist mir Text manchmal viel zu klein. Gerade im Dark Design. Ich finde ein bisschen schade, dass YouTube Studio einen Dark Mode hat. Ich bin kein Fan vom Dark Mode. Ich finde, da ist der Kontrast immer nicht so gegeben. Oh, ist ja schon 21 Uhr. Du Kacke. Ja, wir essen mal was, dann laufen wir schneller. Und wir trinken noch mal was. Dann können wir nämlich noch mal von der Überladung ein bisschen was wegkriegen. Oh, oh. 1 Kilometer. Ja, ja, ja. Das habe ich mir nicht gut ausgedacht. Oh, oh. Das wird enge Kiste diesmal. Ich sehe auch nicht gut, wenn der Bildschirm nicht komplett hell ist. Quasi nachtblind. Ja, ich glaube, ich auch so ein bisschen.
Und ich finde dann immer blöd, wenn man nicht die Wahl hat, nicht? Also, ich finde es gut, dass es beides gibt. Es gibt ja auch Menschen, die haben das andere Problem, die sind dann nicht empfindlich. Die brauchen dann andersrum, aber wenn man es halt nicht einstellen kann, ist es heutzutage schon echt ein Problem. Wahrscheinlich kann man irgendwo in YouTube einen Accessibility-Modus gehen und dann ist also ein komischen Kontrast. Da habe ich aber auch keine Lust drauf oder vom Browser aus. Das sieht ja dann auch nach Asbach aus. Einfach nur so ein bisschen, ja, kontrastreicheres, helleres Design ist auf jeden Fall immer ansprechend. Und dann die Schriftgröße halt nicht Schriftgröße 11. Ich finde, ja, das Design sieht mit Schriftgröße 9 oder 11 natürlich besser aus, ja. Aber es kann doch kein Mensch richtig nutzen. Vielleicht auf einem 18K-Handy-Display, wo die Schrift dadurch so scharf ist, als wenn man auf einem Full-HD-Monitor guckt. Aber man vergisst, glaube ich, immer heutzutage, dass man eher auch bedienbarere Software braucht. Okay, ich lade mal kurz auf, während wir hier sammeln. Noch eine halbe Stunde für 680 Meter. Oh, weh. Oh, weh. Oh, weh. Jetzt hab dich nicht so. Zieh durch, Junge. Habe bei mir den Kontrast des Monitors angepasst mit Blaulichtfilter. Seitdem geht auch Dark Mode. Ja, ich glaube, man kann mit ein paar Tricks das machen. Aber ich sag mal so, ich brauche ja keinen Dark Mode. Ich kann ja auch Light Mode machen und dafür ein bisschen die Dings runterschrauben, die Helligkeit. Das ist auch so ein Trick, sage ich mal. ...21:40 Uhr, noch immer 500 Meter. Also 200 Meter wäre schon geil, wenn wir die schaffen würden. Zumindest bis zur Straße. Komm, nochmal aufladen, nochmal aufladen, nochmal aufladen auf 70 oder so. 80. 80 ist gut. Ich bin vorbereitet. Kommt doch! Und auch 9 Minuten. Ich habe mich echt vergeigt. Oh, mit der Zeit. ...60 fehlen. Es fehlen sogar mehr. Ich würde sagen, wir füllen auf und rennen dann durch. Ah, hier sind noch 2 Nester. Die nehmen wir natürlich noch mit. Okay, das sind Kriecher. Alles gut. Auf die richtige Seite zulaufen. Oh, der Hügel wäre gut, wenn wir da unseren Verteidigungsturm raufsetzen, vielleicht. Der ist dicht an der Basis. Ja, zieh durch. Bevor wieder irgendwelche Schreier kommen. Puh. Okay. Glück gehabt. Eieieiei. Okay, Wasser haben wir. Die sind auch fertig. Golden Rod. Und Yucca. So, das können wir gleich wieder anpflanzen, würde ich sagen. Yucca-Frucht 6. Haben wir keine Yucca-Samen. Aloe Vera-Samen können wir anpflanzen. Das finde ich gut. Dann Golden Rod nochmal. Und Kürbissamen. Ja, Kürbis nicht wirklich. Haben wir echt keine? Doch, da Yucca-Samen.
So, sehr gut. Können wir auch mal einen Yucca-Saft uns jetzt ansetzen? Ist, glaube ich, ein bisschen für unterwegs ein bisschen besser. Was brauchen wir denn dafür? Yucca-Frucht. Wir haben kein Wasser. Ja, okay. Jetzt haben wir Wasser. Jawohl, das nächste Zeitalter. Das Zeitalter des Überflusses und des Wassers. Wasser können wir auch abkochen. 7. So, das müsste erstmal reichen. Ansonsten haben wir noch so viel Fleisch und Eier. Haben wir noch Kartoffeln, Mais, aber wir haben kein Fett mehr, nicht? Wir haben 4 Fett, 6 Fett. Können wir, glaube ich, eine Suppe mitmachen. Wasser fehlt uns. Okay. Yucca-Samen habe ich auch. Ja, ich habe sie nur nicht gesehen. Die lieben Augen, nicht wahr? Da sind wir wieder bei dem Thema. Ups. Genau, falsch rum. Das da. Was anders als hier Zeug. Das kann noch woanders hin. Aber sonst passt eigentlich alles. Das ist Medizin, nicht wahr? Steroide will ich aber auch nicht nehmen. Und 2x Wasser. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Und dann haben wir genug zu essen. Nehmen wir auch 2x mit. Also da mache ich mir gar keine Gedanken. Was wir aber mal nachts anfangen können, dass wir die... wo sind sie? Holzstachelfallen. Mal herstellen. Haben wir noch ein paar? Wir haben gar keine mehr. Oh. Okay, ich dachte, wir haben noch ein paar. Und dann Eisenpfeile. Wow, 11 Stück. Ich guck mal. Eisen, Pfeil, Munition. Nee, Pfeilspitze, nicht? Pfeilspitze aus Eisen. Brauchen wir Eisen und Lehm. Wir haben nicht so viel Lehm. Ich nehme mal so ein bisschen und Eisen. Achso, und wir haben nur Brennholz. Was fehlt ihm jetzt? Achso, der muss das erst einschmelzen, nicht? Was fehlt? Achso, so geht das. Okay, und jetzt, wenn das ist, dann kann ich Pfeilspitze aus Eisen da machen, oder was? Ja, okay. Lang ist her. Lang. Das erste Mal, dass wir die benutzen. Aber dann doch herausgefunden, wie es geht. Noch mehr Yucca-Saft. Komm nochmal 2x raus. So, viel mehr verbessern an der Basis. Jetzt erstmal für den ersten oder zweiten Hordenacht würde ich gar nicht mehr machen. Ich würde mal gucken, wie die das übersteht. Wenn die da relativ unbeschadet denn bei rauskommt, nicht? Wir machen hier noch 2 Reihen. Also erstmal noch eine Reihe Stacheldraht drumherum. Damit die verlangsamt werden dann nochmal. Wir füllen die Lücken auf, die hier entstanden sind. Und vor allem die Seite hier, da haben sie richtig... richtig weggezimmert. Hier müssen wir auf jeden Fall größer werden. Hier waren wir auch recht mau aufgestellt. Ich glaube nur 2 reich. Da sind sie natürlich direkt draufgegangen.
Und dann denke ich mal, kommen wir da durch. Also in meinem anderen Spielstand habe ich das damit geschafft. Bei weitem besser als die erste Nacht. Weil die Waffen ja auch besser sind, von daher. Was ist das für ein Gitter? Das Gitter ist quasi von diesen Dingern hier einmal die Stäbe-Ecke und dann verschieden gedreht zusammengesetzt. So dass man sich halt selber so eine Art Käfig baut, da kann man sich reinstellen und man kann durchschießen, ohne dass man irgendwo gegenhaut. Und die Dinger in der Mitte lasse ich so, dass ich sie rausnehmen kann, falls ich doch irgendwie wieder erwarten fliehen muss. Und WB Helena. Die kommen wahrscheinlich von später, aber genau dafür ist es gedacht, nicht? Dass du auch von oben geschützt bist. Ich weiß nicht, ob das von der Höhe reicht, aber da kann ich mich jetzt nur ducken. Auf jeden Fall dafür ist dieser Käfig hier außen gedacht. Nicht, falls sie jetzt schon kommen, dann gehe ich hier rein und dann müssen sie erstmal hier rumkommen und dann habe ich eine Seite, auf die ich die einkloppen kann. Und das sollte reichen. Aber zweite Nacht war eigentlich relativ ruhig, aber es kommt auch immer auf Spiellevel drauf an. Aber ich glaube, im anderen bin ich auf 60 oder so. Von daher... Oh, haben wir Tiere? Ein Hasen. Naja, ein Hasen. Ja, so, das sind so die Sachen. Unten habe ich auch alles soweit verstärkt, mit Stachelfallen aufgebaut. Sind wir eigentlich auch durch. 89 Pfeilspitzen. Sehr geil. Das Wasser, dann können wir auch unseren Wildbret-Eintopf machen. Dreimal sogar. Sehr, sehr gut. Können wir den Rest nämlich wieder zurücklegen aus dem Inventar. Ich glaube, das kann alles hier rein, nicht? Ja, sieht gut aus. Hier war ja nur fertiges Essen drin. Und schon wieder vorbereiten, falls die Nacht gleich vorbei ist, dass wir losgehen können. So die nötigsten Sachen an Bord zu haben. Klingsi, Klongsi. Die 100 Pfeile wären zu Pfeilspitzen noch. Oder zu Eisenpfeilen. Wir können nochmal die Sachen durchreparieren dann. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Ich lasse das hier fertig kochen und falls was passiert, wisst ihr, dann hole ich euch wieder in die Aufnahme dazu. Ich würde sagen, bis zum nächsten Tag und dann endlich doch zum Händler laufen. Ich würde aber sagen, wir laufen nicht zu dem Händler da hinten, sondern... Ach, hier habe ich nur einen Händler auf der Karte. Okay, wir laufen zu dem Händler da hinten. Ich dachte, hier war noch ein Händler. Hier war kein Händler, aber ich vermute hier einen. Okay, oder wir gehen auf Risiko und gehen dahin. Ich setze mir mal so eine Fahne. Schneller Wegpunkt. Dass wir wissen, dass wir da hinlaufen wollen. 1,3 Kilometer ist kein Pappenstiel. Bis dann.